Ach, Weihnachten, das Fest der Liebe und der Geschenke. Und die können ja auch mal etwas größer ausfallen, wenn man den Wünschen freien Lauf lässt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen Flugzeug? Kostet ja auch nur schlappe 160 Millionen Euro. Ein Schnäppchen. Aber es muss ja nicht immer so riesig sein, meint unsere Trendexpertin Julia. Ist schön, wenn man das Geld hat, aber das haben leider die allerwenigsten. Deswegen gibt es eine ganz einfache Alternative. Also entweder zum Beispiel bei Jochen Schweizer kann man sich einen Flugsimulator mieten mit ein paar Leuten, weil das ja ein ganz spezielles Erlebnis ist. Oder wenn es noch eine Nummer kleiner sein kann, vielleicht einfach ein Videospiel, wo man das einfach nachspielen kann und das Erlebnis Flugsimulator in dem Sinne hat. Für die meisten wohl auch zu hochfliegend, die edle Bowlingbahn im eigenen Keller kostet um die 50.000 Euro. Oder wie hier 1,5 Millionen. Auch das ist sicherlich eine ganz tolle Idee. Es geht ja so um das Grunderlebnis, ne? Dass man zusammen einfach mit Freunden oder mit der Familie Bowling spielen geht. Da empfehle ich einfach eine Wii zu kaufen. Da gibt es verschiedene Sportspiele. Da hat man nicht nur Bowling mit dabei, sondern auch Fußball. Man kann da tanzen. Also da ist das Gemeinschaftserlebnis sicherlich abends zu Hause mit Freunden ganz toll. Aber wenn wir schon mal in Richtung Fernseher gehen, da gibt es ja auch das teuerste und beste Gerät der Welt für nur 150.000 Euro. Ist aber gar nicht unbedingt nötig, sagt die Expertin. Es geht einem ja um die Technik, um das Seherlebnis beim Fernsehen und da ist die gleiche Technik in den kleineren Fernsehern wie auch in den großen. Und den kleineren normalen Fernseher gibt es dann auch schon von für unter 1-3% des Preises vom großen. Also, es muss nicht immer die gigantische Variante sein. Was im Großen funktioniert, klappt im Normalen genauso gut.